Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich versuche heute mit der PMDG einen möglichst realistischen Takeoff zu machen. Wurde angefragt von vielen, soll ich doch mal bitte machen ein Video zum realistischen Takeoff. Und ich stehe jetzt hier am Flughafen Hannover. Ich schau mal rum. Ich stehe hier mit der Aberdeen Oneworld 737-800. Und da hinten sehen wir auch schon eine KLM, die da hinten zum Start rollt. Fokker 70. Und wir wollen auch gleich starten. Und zwar so realistisch wie möglich. Da fängt natürlich von ab: Routeneingabe, Rollen, realistische Lichter. Halt sowas. Und bevor wir jetzt starten, müssen wir erstmal das FMC einstellen. Heute geht es für uns nach Dalaman. Und das bedeutet, ja, ich werde da auch eine realistische Landung machen. So realistisch wie möglich. Wenn es euch gefällt, mache ich das immer so. Wenn nicht, mache ich so wie früher, so eher so ein bisschen spaßeshalber. Ich kann es auch realistisch machen, wenn ich möchte. Ist überhaupt die Parkbremse drin? Ja, die Parkbremse ist drin. Das muss ja auch sein. FMC. Und dann gebe ich einfach mal die Route ein, die ich mir geplant habe. EDDV. Wir stehen am Gate 18. 17 stehen wir, 17. Gate 17, oder? Ja, hier rechts. Hier links Gate 17. Und dann geht's zur Route auch schon. Origin EDDV. Destination LTBS. Ich weiß nicht, was LTBS mit Dalaman zu tun hat, aber okay. Runway. Heute kommt der Wind aus dem Westen, von daher 27 right. Für eine 737 auch angemessen. So, und jetzt gehen wir zu den Flughäfen, die wir überfliegen. EDVM, das ist Braun, nee, das ist nicht Braunschweig, das ist Hildesheim. EDDE, das ist Erfurt. LOWW ist Wien. Jetzt kommt Belgrad. LTBJ müsste Izmir sein. LTFE ist Bodrum. Hä? Nein. Hier. Und ja, das war's auch schon. So. Altitude machen wir 370, also 37.000. N1 Limit. Takeoff. Flaps on 5. Okay, V1 ist bei 120. Rotate 130. V2 140. So stelle ich das ein. Okay. Dann ist das jetzt erledigt. Dann können wir mit dem Pushback starten. Dazu brauche ich wieder das FMC. Und dann auf Lex. Nein, auf Menü. FS Actions, Ground Connections, Pushback, hier unten haben wir es. Start. Degrees. 90. Oh, falsch. 90. Ground cockpit. Go ahead, Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that. Ready for push. Power and air are clear. Doors closed. We are ready for pushback. Release parking brake, please. So, releasing brakes. So, die Parkbremse ist raus. Okay, parking brake is off. Clear to push. Nicht ganz. Brakes off, here we go. So, Brakes off, here we go, hat er gesagt. Wir kommen mit Pushback.
Checklist. Sehr geil. Push is complete, set Breckenridge, please. Alright, brakes are set and pressure is normal. Okay, sir, tow bar is on, pin is out, watch the pin on the right. Alright, guys, thanks. You're cleared to disconnect. We will be watching for the pin and the release from guidance on the right side of the airplane, and we'll see you guys next time through. Roger that. Have a good flight. So, ich sehe gerade, da ist ein TUI-Flair gelandet. Und eine Air Berlin wird das abhauen. So. Ich bin jetzt gepusht. Jetzt wird es Zeit, die Taxi-Leitung zu machen. Die Flaps auf 5 zu fahren. Checkliste vor dem Rollen anzugucken. Before takeoff, start with the flight controls, flaps, flaps over 5, cabin before, so we have a trim. Check. Okay. Dann after takeoff, engine blades, packs, start switches, and landing gear, flaps. Descent, any altitude, recall, auto brake, LVG data, app, breathing, completed. And then approach, cabin report, start switches, S-brake, landing gear, flaps. So sieht's aus. Bei dem FMC kann ich jetzt auch wieder ein Menü machen. Wir haben wir jetzt, was wir brauchen. Abbremse können wir lösen. Dann müssen wir jetzt noch eine So, jetzt sagt er uns, wir müssen IFR nehmen. Dann machen wir noch kurz einen IFR-Plan. Wenn das wirklich nötig ist. IFR. Hannover nach Dallermann. So, scheiße jetzt drauf, mache ich einfach. Wohl geht ja nicht. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Ich muss das ja auf die Strecke legen. Ist ja eine Scheiße, ey. Tut mir leid, dass jetzt zu lang gezogen wird, aber in echt ist es auch so, da muss man dann halt auch mal ein bisschen warten. So, dann noch Belgrad. Was ist das hier? Wien. Oh. Das hier ist Wien. Da habe ich den falschen erwischt. So, Hildesheim. Und Erfurt. Also geht doch relativ schnell abgearbeitet. Longbetter Airport has filed. Fly runway heading climb and maintain 13,000. Departure frequency is 123.341. On overground, 200 IFR to Dallermann, ready to copy. 200 is cleared to Dallermann Airport has filed. Fly runway heading climb and maintain 900,000. Departure frequency is 123.3. Also, er hat mir jetzt die Daten gegeben, ich soll einen Startbahnkurs fliegen und 9000 halten. Wenn ich 9000 halte, muss ich das vom Autopilot jetzt einstellen. Startbahnkurs ist 271. Okay. 200, clear to Dallermann Airport, S5.
Stunde lang. Echo Fairground 102 with Romeo ready to taxi IFR 102. Alter Schwede, ey. Also, was ist denn jetzt so blöd? Ich roll jetzt los. On over ground 200 with Romeo, ready to taxi IFR. 200, taxi to and hold short of runway 27, right. Taxi rate came up light. Contact tower at 120.175, ready. Taxi, hold short runway 27, right. Using taxiway, D-Mug Mike 200. So. Ich habe jetzt Bahn 27 rechts bekommen, wie gesagt. Währenddessen laufen gerade die Sicherheitsanweisungen in der Kabine. Oh, die Tui Retro, auch noch was Besonderes hier. Ja, steht Lufthansa rum. Terminal A ist ja momentan geschlossen. Ist halt ein bisschen unreal, aber es stört mich nicht. Bleiben fährt ihn doch nie. Welcome Air. Wir fliegen doch gar nicht mehr nach. Sollte man nicht über 20 fahren und auf dem Taxiway, also jetzt wo ich jetzt drauf bin, da kann man ruhig 20 fahren. Ich stelle es auf 20 ein. Clear for takeoff, runway 27, right 200.
guckt euch mal an. Und ich muss jetzt die Spotlights. Spotlights sind auch an. So, diese Airbending Monitor wird jetzt gen Himmel steigen und in den Himmel fliegen. Meinen Ton aus, weil das ist eh egal. Flaps fahre ich jetzt rein. Nämlich bin ich auf 3000, 4000 schon. Ja, und damit hat sich dieser Takeoff eigentlich schon selbst beendet. Ich starte jetzt weiter Richtung Reisehöhe und er wird jetzt diese Höhe halten. Und also 36.000 werde ich angehen. Geschwindigkeit nimmt zu. Und ja, es ist eigentlich alles am Butter und es wäre ziemlich langweilig, deshalb beende ich dieses Video. Und ich empfehle euch dringend das Video der Landung, und zwar ist das ja dann in Dalaman mit ILS drum und dran, vielen weiteren Szenen und natürlich viel Spaß und eine Happy Landung, und ich empfehle euch, den FSX zu besorgen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.